hat der Arsch mein Auto kaputt gemacht. Ich raste aus, was für ein Hurensohn. Ja, der hat meine Kurkuma, hat er zerstört. Ja. So ein Affe. So, warte mal. Ich konnte mir doch die Autos irgendwie zurückholen. Da musste ich doch irgendein... Da muss doch jemanden anrufen, oder? Hm. Kontakte, glaube ich, ne, oder? Ja. Das war dann, wer war denn das? Mechaniker, ne? Moss Mutel war das. Was für eine Sau. Boah. I'm otherwise occupied. Das nehme ich gerade richtig persönlich, ne? Wie hieß er? Mois? Nee. Ach doch, Moss Mutual Insurance. Ah. MMI, we expect the unexpected. Gepanzert. I think we can do that. Das Fahrzeug befindet sich im Depot von Moss. Muss ich da jetzt hinlaufen, oder was? Das wird mir doch eigentlich direkt vor die Tür gefahren, oder? Ja, eigentlich schon. Muss ich... Was ist denn jetzt mein Auto? Kann ich auch mit dem Hubschrauber abholen. Ja, das wäre voll nett. Das, ich habe es schon markiert. Ich hoffe einfach, dass jetzt in der Zwischenzeit mich hier niemand abschießt. Ey, was, der hat es einfach mit der Panzerfaust gekillt. Yeah, I was a pirate last week. Let up my one way behind. Komm ich hier rein? Ich versteck mich mal im Parkhaus, ne? Also, wo ich sehe dich da schon. Da bist du. Jo. Oh. Hm. Warte, schnell rein. Einfach umgeschmissen. Ja, kannst wieder Champagner. Ja, irgendwie muss man sich das jetzt schön saufen, ne? Genau, dann kann ich jetzt wieder zu dem V fliegen. Mhm. Bin ich jetzt eigentlich noch sie, den ganz bummen CIO? Ja, okay. Aber das kannst du, glaube ich, wegmachen. Hm. Weil du lädst mich ja dann eh ein in die... Ach so, okay. Weil das kostet dann, glaube ich, auch nur Geld irgendwie. Du bist übrigens sehr gut gefahren bei dem Heist, ne? Also... Ja, klar, also First Person kann ich eigentlich auch nicht so gut fahren. Ja, es tut mir leid. Also, kein Thema. Das war meine Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Ah, hier vorne. Hier, Schrauberlandeplatz. Ja, schön. So. Oh, was ist mit dem Auto passiert? Das ist bestimmt in Luft. So. Genau, und dann kannst du mich ja wieder zu einladen. Right. Let's discuss a potential way into this place. Ach so, wie wir in den Laden kommen. Achso. Employees are clocking bell to use their factory as a cover. There are a couple things we'll need in order to solidify my current infiltration plan. Let's move. Mhm. So, Hals und... Ach so, Überfall. Wir haben Schwarzgeldkasse, dann haben wir Hals und Beinbruch. Ne, Hals und Bahnbruch, was wir jetzt machen. Dann Waffenbeschlagnahmung, Fahrerflucht, unorganisierte Kriminalität und dann den Tatort. Das ist ja cool. Also haben wir, glaube ich, noch 5 Missionen, die wir machen müssen. So. Schwerste Panzerung. Feste Kamera, keine. Soll ich mal... Ich mach mal Third Person, ne? Ja. Also, ich habe nicht gedacht, bei keine, dass man dann einfach auswählen kann, ob man First oder Third Person. Ja. Naja, meine Freunde, die GTA spielen. So.
Muss noch irgendwas kaufen? Hab alles. Alles klar. So, da sind wir wieder. Willst du mit der Kukuma fahren? Achso, du hast dein eigenes Auto. Warte, da fahre ich mit dir mit. Ja. Ah ja, dann holen wir erstmal den Laptop. Das ist aber auch ein sehr schönes Auto. Ja, das ist auch so. Der hält, glaube ich, 7 Panzerfaustschüsse ab, also... Nice. Der hat zwar nicht so wie der Kukuma so eine, Panzerung? Schusssicher, also die Scheiben halt nicht, aber hält halt viel mehr Raketen aus. Weißt du eigentlich, was dieses blaue Symbol auf der Karte ist? Achso, ein Terabyte oder Laptop, alles klar. Gut, Frage hat sich beantwortet. Ja, und mal erstmal den Laptop und dann. Mr. Pandol. Oder Danny schaut jetzt zu. Haben wir den mit eingeladen? Okay, let's get the guy with the laptop. This is a critical piece of intel. Ob er oder sie das sieht. Ja, gut. Ja, ich glaube, hier kommen wir nicht mehr raus, aber sind ja gleich da. Ja. Ich kann mich auch hier hochziehen, genau, ne? Ja. Wie bist du denn jetzt hier hochgekommen? Achso, du bist einfach da, okay. Andere Seite. Ja, mach so, ich kann den jetzt hier vom Fahrrad schlagen, hätten wir wenigstens ein Fluchtfahrzeug danach, ne? So, ich bin jetzt auch da. Moin. Hier mit hier? Ja. Ach so, warte mal, wir haben Bildanhang. Wir haben Bildanhang von Vincent. Also der Typ ist hinter einem Graffiti, was aussieht wie so eine Konsole. Also so eine Casino-Konsole, wo du halt hier mit Joystick und so. Also der muss irgendwo in einer grauen Wand und es ist pink rosa. Und er hat braune Haare und ein schwarz-weißes Shirt an. Die Frage, was wir machen müssen. Müssen wir den umbauen? Ja, ich glaube schon, dass wir den. Der hier? Nee. Nee, nicht der. Nee, der hat schwarz-weißes Shirt an und so eine braune Hose. Und steht halt vor so einem Graffiti oder mit Kreide sieht das auch ausgemalt. Das Suchspiel hier. Ich kann es sich jetzt nicht unbedingt. Ach, hier. Genau den, hau den raus. Genau. So, da schnapp du dir den Laptop. Achso. Und. Was denn? Ich ruf uns mal ein Auto. Ich will nicht stehen. Achso, kann ich den? Ach, jetzt. Okay, weil ich mein Handy noch hatte. So. Das ist so ein Terabyte. Das Auto steht schon da, oder? Nee,
runter. So, jetzt sollte es gehen. Weil noch mein anderes Auto stand noch zu nah. Ach so. Ah, jetzt sind sie on the way. Ah, aber trotzdem noch ein paar Meter. Du hast ja auch schon, also fast alles gekauft sozusagen. Ja, ich hab alles. Ich bin gespannt, inwieweit die dann GTA Online den Rücken zukehren, sobald GTA 6 draußen ist. Ja. Gesundheit. Danke. Oh, ich glaube hier. Hier springe ich jetzt einfach mal runter. Sicher? Oh. Ja. Hier steht, glaube ich, das Auto. Sonst klauen wir einfach ein Auto. Nee, hier steht mein Auto. Ach so. Ja. Ach stimmt, ich sehe nur mein Auto. Ich bin auch dumm. Ja, gut, ich wäre zu meinem Auto gerannt. Genau. Sonst Terrorarbeit. Genau. Du fährst genau wie ich. Ja, das ist auch so ein Panzerauto. Das kann auch nicht von Zielraketen anvisiert werden. Mhm. Ja, seitdem es die Dinger gibt, habe ich eigentlich nur so die Autos. Gibt sie also, schon seit längerem oder erst, sag ich mal, seit paar Monaten? Oder? Ich habe dann ehrlich gesagt dieses Jahr wieder angefangen mit GTA oder Mitte so Dezember letzten Jahres. Ja. Und keine Ahnung, ehrlich gesagt, seit wann es die wieder gibt. Oder ich habe mir dann einfach so die besten rausgepickt. Okay, wir müssen ein Hackgerät. Okay, ich habe wieder einen Bildanhang. Okay, also müssen LKW, also einen schwarzen LKW mit einem. So Sportwagen auch reinpassen könnten. Und hat oben wie Glasscheiben. Sieht auch nicht so aus wie der hier. Nee, ne? Nee. Und du kannst auch nach Drohnen suchen, um die auch bei zu lokalisieren. Hast du eine Drohne? Kannst du. Weiß ich nicht. Haben wir vielleicht eine bekommen? Also. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich Musik angemacht. Gut, eigentlich. Das ist doch nicht schlimm. Eigentlich gucken, ob ich kann ich denn noch mal noch irgendwo. Ah, hier Annäherungsmonitor und bewacht Pistole, Leuchtpistole, Granate, Haftbombe, Annäherungstränengas, Monitor. Ansonsten, ich würde mal kurz aussteigen. Ich habe ja auch irgendwie eine Drohne mitbekommen von dem. Hi. Nebel, Haftbombe, Annäherungstränengas, Molotow-Cocktail, Pistole. Komisch. Nee, also ich habe jetzt nichts bei mir im Inventar. Nee, ich auch nicht. Ist ja bestimmt auf der anderen Seite, oder? Ja, das kann auch sein.
Wenn in 84 Zügen. Ja, genau. Eben schon. Oder wollen wir einfach mal zu Fuß? Auf Fuß, ja. Oh. Bestimmt irgendwo hier. Ja, ich mal aufs Dach gehen, vielleicht ein bisschen Überblick verschaffen. Oh ne. Du bist gerade runtergefallen? Ja. Vielleicht steht er ja auch hier. Wo es eigentlich auf dem Bild so aussieht, würde er an der Wand stehen. Warte mal, ich guck mal, vielleicht habe ich das Bild auch. Er könnte auch bei Mace Bank, bei der Arena stehen. Ja, doch, ich hab den Bildhang-Anhang auch. Aber, ja. Das könnte auch hier irgendwo sein. Weil das so. Hier sind auch höhere Mauern. Mit meiner Drohne wäre es wahrscheinlich einfacher. Ja. Das muss man vorher wissen. Ich hab ihn. Ja? Ja. Perfekt. Dann komme ich mit dem Auto hin. Da warte ich jetzt einfach mal auf dich, weil ich weiß nicht, ob da viele Gegner auf mich warten. Ja. So. Und zwar ist er genau hinter diesem abgeranzten Ding. Ist eigentlich nur rechts rein und da müssen wir mal gucken, was uns da erwartet. So, der ist nämlich hier. Störe die Drohnen. Da. So. Kommen noch welche. Oh. So, die schießen wir auch auf uns? Ja. Okay. So. Oh, jetzt. So, warte. Oh. Ich finde irgend so ein Hacking-Spiel, oder? Oh. So. Das Hackgerät. Dann müssen wir da raus. Ja. You got it? Excellent. That device is our key to commandeering the train. Ja, hier hin steht das. Achso. Warte. Okay, with those two items taken care of, let's move on to the big one. Aber jetzt müssen wir den Zug stehlen, ne? Keep going. I'll make sure there's no retaliation from the LSPD.
Aber was mich mal interessiert, oder was ja mal ganz interessant zu wissen ist, wie viel wir im Endeffekt bekommen dann bei diesem fucking Bell. Ja. Ich glaube, also der... Ja? Also der Host, also du jetzt in dem Fall, kriegt, glaube ich, 500.000. Ja, aber trotzdem, der Kaio, der ist halt... Ja, da kriegst du mindestens eine Mille. Das stimmt. Also ich muss ehrlich sagen, der Casino ist, glaube ich... Also, wir haben ja diesen Kaio gemacht und da haben wir auf jeden Fall mehr rausbekommen. Wir haben zwar, glaube ich, auch 800k verloren, aber in Summe hätten wir da mehr bekommen als beim Casino. Ja. So. Den sind wir jetzt... So. Das Kartell ist, um die Zukunft zu halten. Ja, die Frage, müssen wir die jetzt... Ich hab einen Schlüssel. Wo sind die jetzt? Hallo? Da. Da oben ist irgendeiner. Mit dir. Ach, hallo. Stopp doch mal bitte, danke. Noch zwei Hanseln. Nimm die. Hab's. Okay. Hiel den Zug. Ah, kann ich hier rein? Hier rein? Soll ich jetzt den Zug stehlen? So, warte mal. Ich bin drin. Du bist auch drin, ne? Ja. Fall ja nicht runter, ne? Nee, ich nehme mich drauf. Schieß ein bisschen ab. Und was benutzt das Hackergerät, wenn du dich einem Signal näherst, um es zu wechseln? Das suppresst automatisch, wenn es sich einem guten Signal nähert. Oh Gott. War es jetzt gut? Ich hab keine Ahnung. Oh, die haben hier voll die Geschütze, ne? Oh, ich scheiße, ich bin tot. Oh. Oh, verdammt. Ich glaube, ich war nicht schnell genug. Naja! Naja, oh. Ich bin verflüchtet. Du bist jetzt auch weg vom Fenster. Tschüss. Bin mit Öl. Kann ich nicht hier eh? Der bremst ja nicht mal, der Affe. Also der Zug. Oh fuck, nein! Ah! Ah, eh! Oh nein. Komm. Keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Wo bist du eigentlich? Ich war gerade hinter dir her. Ach so. Okay, das sind wir eigentlich jetzt durch. Ja. Schön.